Lieber Eddie, wer bist du auch am heutigen Abend wieder? Jetzt? Bonsoir, mes amis. Je m'appelle François Guillaume de Tesserac. Ich gehe meinem Handwerk sehr gerne nach. Ich forsche sehr gerne am Institut für Forschung. diese netten Herren werden mir sicherlich dabei helfen, der Sache auf den Grund zu gehen, ne? All mein Leben suchte ich nach etwas, doch dieses Etwas kam nie und führte auch zu nix. Und dieses Nix, nix kann mir helfen, aber ich komme ihm nahe. Den Preis am Ende meiner misslichen Lage. Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich bin Foo Fighters Fan, aber kein Fan von meinem Grafen. Der Mann heißt Winston. Er ist schon ein wenig alt. Bitte was? Gehen Sie mal nachschauen, Winston. Wo soll ich nachschauen? Na, wo der Schrei herkam. Welcher Schrei? Der gefährliche. Der, wie wenn da jemand abgeschlachtet wird. Das war ich. Können wir nochmal die Karte sehen? Ich nehme einmal Spaghetti. Wo siehst du denn jetzt hier? Ihr seid im Schlaf gemacht. Der Schrei kam von rechts quasi. Nun gibt es für mich folgende Vorschläge. Abhauen. Winston. Es ist mir absolut schleierhaft, wie Sie dem Drang widerstehen können, diesen Raum aufzuräumen. Sie wissen nichts. Ich nehme ein bisschen von die frische Luft. Sehr gute Luft hier oben. Und schreie runter. Wer ist da? Wer hat geschrien? Gut, die fast 50 Zentimeter bis zum Boden sorgen dafür, dass dein Schrei recht gut widerhallt. Dokumente oder wollen Sie irgendwelche Dokumente sehen? Irgendetwas, was ich aus meiner Tasche ziehen kann? Haha! Hast du wirklich die Waffe gezogen? Natürlich! Wir haben so schön geredet. Ich muss einmal erklären, wie man überhaupt kämpft. Ich will doch gar nicht kämpfen! Du hast eine Waffe auf dem Polizisten. Ich will sie bedrohlich, Kreislauf! Nein! Das ist ein Polizist, du richtest eine Waffe auf dem. Dann zitter ich vielleicht mit meiner Waffe und dem Polizist. Ihr kämpft jetzt. Ach, jetzt kommt. Warum denn ihr? Warum ihr? Du und der Polizist, ihr kämpft jetzt. Nehmen Sie meine Waffe. Lassen Sie mich da raus, Monsieur. Das war völlig anders geplant. Winston. Ich bin versteckt. Lord Henry. Ich bin versteckt. Womit haben Sie die Kanone geladen? Wie du allen dieser... Ich kann ja sagen, du hast halt eine Waffe auf einen Polizisten gerichtet, die du gerade aus deinem Revier gezogen hast mit dem Ruf... Oh nein. Und der hat halt eine Waffe auf euch gerichtet. Ja, in meinem Kopf klang das wie eine Mexican Standoff. Schein, möchtest du schießen oder nicht? Das möchte ich von dir wissen. Mal kurz off character. Ich habe keine Ahnung. Der Polizist schießt. Ja, ich reiße etwas ab. Okay, das ist ja eine Ansage. Du reißt von deinen Klamotten oder von was? Von seinen Klamotten. Mr. Peabody, ich habe mit ihrer Frau geschlafen. Er geht trotzdem. Na gut, dann lasse ich ihn. Hast du ihn ja auf das Bett gebracht? Ja, wir haben ihn quasi dahin gebracht. Okay, ja, du kannst den Hauptausgang verlassen, wenn du möchtest. Die Musik, steht hier, passiert gerade irgendwas? Nee, du hättest gerade einen riesig krassen Höhepunkt. Okay. Oh. Wurde einfach mal so einprogrammiert, dass nach 20 Minuten gehen die davon aus, dass was Krasses passiert. Okay. Habe ich das gerade richtig gehört? Ein Geräusch? Was war das? Sind wir noch... Ich spreche mit mir selbst. Könnte auch aus einem Porno sein. Auf den Stoff! Auf dem Flur! Okay. Monsieur Tisserand, zu dieser späten Stunde, damit habe ich gar nicht gerechnet, sonst hätte ich mich einperfümiert. Pardon, die Störung, ich wollte Sie nicht stören. Können Sie sich vielleicht kurz eine Hose anziehen? Oh, verzeihen Sie. Aber schauen Sie, wie ich mich freue, Sie zu sehen. Ich sehe es sehr wohl. Sie haben sehr viel Glück gehabt. Aber vielleicht können Sie sich trotzdem... Wenn Sie wollen, kann ich dieses Glück mit Ihnen teilen. Wir können darüber sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, denn ich habe dort unten ein Licht gesehen, wie man gehört. Vaseline? No, bitte gehen Sie vor. Ich dachte schon, das wäre wieder ein... Ich dachte, Sie sprechen diverse Sprachen.
Oh, okay, ich so, verstehe. Ein Kind, das durch die Decke geht, man könnte es auch Simon Unge nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich um Elliot handelt. Okay. Sofern jemand von Ihnen die Güte hätte, mir zu helfen, dann wäre ich sehr dankbar. Ja, wer könnte das wohl sein? Ja. Ihr holt Schwung und ihr schafft es, die bereits angeschlagene Tür einzutreten. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, dass es losgeht. Oh, entschuldige, entschuldige, du hast völlig... Oh. Es geht los! ja, auf das Signal von Lord von Graf Mon schafft ihr es, ohne Probleme die Tür einzutreten. Rafastan! Rafastan! Astra-Fan. Astra-Fan. Seien Sie doch mal, stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Ich habe Sie einen Besen halten sehen. Das ist auch nicht viel anders. Nur, dass der Schmutz vor Ihnen steht. Und nicht... Verstehen Sie? Tschak, tschak. Nun, ich muss aber dem Grafen recht geben. Wir haben alle viel zu verlieren. Deshalb sollte vielleicht Wilson zuerst gehen. Das ist ein berechtigter Einwand. Das ist doch endlich mal ein Vorschlag. Da sind wir uns alle einig. Stimmen wir ab. Wir haben 4 Stimmen. Stimmen wir doch einfach ab. Nun, wissen Sie was? Auch wenn ich diesen Vorschlag ganz hervorragend finde, nein, ich wollte den nicht bemerken. Okay, es scheint mir eine Kreatur aus dem Hause Mon zu sein. Ein Dämon. Ist der vielleicht mit Ihnen verwandt? Fertig machen und seine Revolver. Also habe ich nicht den. Du hast Skill? Dir das Talent nicht gegeben. Du hast das nicht. Du weißt nicht, wie eine Waffe funktioniert. Das steht nicht auf deinem Logo. Ich habe doch auch eine Waffe. Wir haben so viele Waffen. Okay, ich wollte nur sagen. Okay, ja, dann. Okay, dann. Und ihr schafft es zu verschwinden. Du kommst als Letzter. Würfel mal auf... Oh, komm. Ich komme als Letzter. Die schleppen zu zweit ihn und schießen. Du schaffst es noch, in die Krypta zu kommen. Ziehst... Aber es wäre geil gewesen. Ja. Ziehst das Tor zu, der du eindringen könntest. Schütterlor! Das verdammte Drecksvieh hat mich erwischt. Zeigen Sie mal her, Herr Doktor. Zum Glück ist es nur die schwache linke Hand. Die brauche ich sowieso nie. Das ist die linke Hand. Ich verbinde sie mir. Schade, dass du Linkshänder bist. Cool. Aha! Es hat sie also gejuckt in den Fingern, nehme ich an. Ist es vielleicht dieser Finger hier? Ich werde nichts mehr dazu sagen. Geld aus, das ergibt doch Monsieur, gar keinen Sinn. Monsieur, jetzt beruhigen Sie sich vielleicht alle mal ganz kurz. Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, was für eine Scheißmatratze in meinem Zimmer war. Ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Ich fahre hier raus zu Moriton Menon und da muss ich mit sowas mich zurechtfinden. Plötzlich sind Sie so nett oder was? Ich erkenne Sie überhaupt nicht wieder. Waren Sie nicht ein Arschloch noch vorhin? Dieses Kind ist noch unschuldig. Ihr steht nun also allein in der Krypta und habt zumindest Elliot unter euren Fittichen. Ich sage, lasst uns den Kleinen umbringen. Gut. Und hiermit endet diese Episode Moriton Manor. Und gleich erzähle ich allen, was wir so entdeckt haben. Ihr habt eine ganze Menge Hinweise gefunden, andere Teile nicht und für euch war euer ganz eigenes Ende entschieden, das zumindest zu Gerechtigkeit geführt hat und einem kleinen Jungen das Leben gerettet, wenn auch nicht seinen Eltern. Ende. Okay.